bestbewertesten Burger. Hier merkt man ganz klar, das ist viel, viel frischer. Sieht richtig wabbelig, eklig. So schlecht sieht er jetzt nicht aus. Fette, fette Mate. Ja, meine 10 von 10. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden. Ja, Brüder. Freunde, heute werden wir den ganzen Tag lang immer von einer Mahlzeit das bestbewertetste Essen und das schlecht bewertetste Essen. Genau, also wir werden heute Pizza, Burger, Döner, weißt also du, alle leckeren Sachen, die ihr kennt. Wir werden alles probieren, durchprobieren hier in Paderborn. Was so die schlecht bewertesten Restaurants machen, was die bestbewertesten Restaurants machen, ob die schlechte Bewertung rechtfertigt ist und die gute Bewertung rechtfertigt ist. Ich bin gespannt, ich habe Hunger. Oder ob alles einfach nur gekauft und fake ist. Ja, man weiß nicht. So, Freunde, beide Bestellungen sind da. Hier haben wir das mit der schlechtesten Bewertung und hier das mit der besten Bewertung. Hier haben wir eine Bewertung von 3,7 Sternen und hier haben wir eine Bewertung von 4,7 Sternen. Genau, was man erstmal direkt sagen kann, also die Lieferzeiten sind extrem unterschiedlich. Ja, Mann. Hier haben wir bei den bestbewertesten 15 Minuten maximal gewartet, bei den schlechtbewertesten haben wir ungefähr 45 Minuten gewartet. Was man aber sagen muss, die waren auch sehr, sehr, sehr nett. Und sehr haben freundlich, also beide sehr freundlich. Ja. Mit denen habe ich telefoniert kurz. Die waren auch mega freundlich. Ich bin extrem gespannt, wie das Ganze jetzt aussehen wird, wenn wir es auspacken werden. Man muss aber auch noch dazu sagen, hier bezahlt man 2,50 für die Lieferkosten und bei den bestbewertesten 4 Euro. Also ist schon mal happig. Aber hat es ja gelohnt quasi. Ja gelohnt, ne? Es war extrem schnell dann da, also lohnt sich. Ja. So, Freunde, das Wichtigste zuerst, und zwar der Burger. Allein die Verpackung, ne? Ich muss sagen, der sieht schon echt brutal aus. Boah. Ich zieh gleich das mal rein. Schon heftiges Teil, muss man sagen. Jo. Der ist schon. Also optisch gefällt er mir richtig auch hier mit der Verpackung, feiere ich extrem. Genau, dann haben wir hier. Boah. Sechs Nuggets mit so einer dänischen Mayonnaise. Wahrscheinlich warum Nuggets? Weil wir einfach den Bestellwert voll kriegen mussten. Deswegen haben wir auch hier nochmal einen Salat, einen Standardsalat mitgenommen. Jetzt nichts Atemberaubendes. Quasi der günstigste Salat, den jeder hatte. Genau. So, und dann noch. Also Freunde, hier haben wir zum einen den bestbewertesten Burger aus Paderborn. Mal gucken, wie der schmecken wird. So, hier fangen wir mal mit der Pommes an. Also es ist schon mal anders verpackt, sieht man. Ich finde, durch die Styropor wirkt das nicht so extrem geil. Dann machen wir weiter mit dem Burger. Ist auf jeden Fall auch ein richtig fettes Ding. Auch nicht so geil verpackt wie der andere Burger, aber sieht auch ansatzweise aus. Sieht auch nicht also sieht so halt aus. So nach so einem Standard-Burger aus, aber Freunde, geschmacklich muss überzeugen, darum geht es hier eigentlich. Dann haben wir hier auch nochmal Nuggets. Also wenn man sich das einfach anguckt, ich finde auch das Auspacken von dem hier war einfach viel, viel besser. Das Feeling durch dieses Papier, das ist einfach hochwertiger, qualitativ irgendwie besser. Also es hat mehr Spaß gemacht, das aufzumachen. Wenn ihr mich fragt, rein optisch, jetzt hier noch der Salat. Die sehen beide ungefähr gleich aus, würde ich sagen. Ja, ja doch. Ja. Beide ungefähr, ja. Aber wenn ihr mich fragen würdet, rein optisch hat auf jeden Fall der bestbewertete deutlich gewonnen. Wir fangen erstmal mit dem Salat an, wie knackig und frisch der ist. Ich würde sagen, wir fangen mit dem schlechteren an. Ja. Testen wir den mal rein. Hier merkt man ganz klar, das ist viel, viel frischer. Das Dressing ist viel, viel besser. Also wir haben die schon mal ganz klar gewonnen. Ja, erstmal die schlecht bewertetsten Pommes. Boah, da bin ich jetzt todisch. Es kommt halt, weil man die in so einem Ding transportiert, Kondenswasser geht drauf und dann sind die schon nicht mehr rein. Es ist richtig wabbelig, eklig. Ja, nee, man. Okay. Ich gar nicht. Müll. Die bestbewerteten Pommes. Auch nicht krank überhaben, will ich auch nicht sagen, aber auf jeden Fall besser. Jetzt die Nuggets, also sie sehen aus wie aus dem Ofen, wenn man die einfach im Supermarkt kauft. Leider auch nicht so gut. Voll schade, Mann. Ich habe mir erhofft bei dem Video auch schlecht bewertete Sachen, dass die besser schmecken als die gut bewertet sind, weil Bewertungen sind halt immer nur Bewertungen und das Essen spricht ja für sich, aber bis jetzt ist auf jeden Fall schlechte Bewertung verdient. Ja. Hier die Soße, Freunde. Digga, kannst du kaum was erzählen. Allein die Soße, ne? Die Smoothen ist auch vom Chicken. Aber auch nicht so überragend, muss ich sagen. Okay, alright, Freunde, jetzt kommen wir zum wichtigsten Part, dem Burger. Also wie gesagt, also man sieht ja von der Nähe schon, das sieht nicht überragend aus, das sieht nicht nach Liebe aus. Aber vielleicht, wenn man ihn aufschneidet. Ich finde, also die Soße, die Burgersoße sieht geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also schlecht sieht er jetzt nicht aus. Allein die Optik gewinnt so heftig und das Auge isst einfach nur mal mit. Man merkt richtig, wie viel besser das Fleisch hier ist, muss ich sagen, beim Schneiden, dass es frischer ist. Puh. Ja. Das sieht halt optisch nochmal ganz anders aus, ne? Okay, wir fangen erstmal mit dem schlecht bewertesten an.
Also ich muss sagen, der Burger schmeckt erstaunlicherweise gut. Ja, ich finde an sich schmeckt er gut, aber was hier einfach wirklich schlecht ist, ist einfach das Brot. Das ist einfach nicht frisch. Geschmacklich erinnert er mich so ein bisschen an so einen Whopper. Fastfood-Burger ja, einfach. Also ohne Witz, das, was mich am meisten triggert, ist einfach das Brot. Ne? Das ist einfach nicht, also ist einfach nicht geil. So. Mhm. Also die Soße ist gut und das ist halt, ist nice. So, Digga. Ich würde sagen, weiter geht's, ne? Mhm. So. Ich finde hier, also irgendwie gefühlt sieht das so aus, als ob das hier so fertig Buns sind, also fertig Fleisch meine ich. Ja. Und hier so selbstgemachtes Fleisch. Die Qualität ist deutlich besser, das Brot ist deutlich besser, es ist viel frischer. Mhm. Was ich aber sagen muss bei mir ist, ich weiß nicht, ob es nur wegen der Hälfte ist, zu wenig Soße drauf. Mhm. So, mit der Soße haben die jetzt ein bisschen... Minimal ist trocken. Ja. Da fehlt so dieser Juice. Also Freunde, erste Mahlzeit, Burger-Menü würde ich sagen. Man merkt heftig den Unterschied zwischen der Bewertung. Ja. Also erstens im Packaging und zweitens auch im Geschmack. Und in der Optik. Und in der Lieferzeit. Ja, also es kommt alles zusammen. Also es hat schon irgendwo seine Daseinsberechtigung. Ich meine sogar, ich bin mir gerade nicht sicher, aber der teure Burger ist auch preislich günstiger. Ne? Bro, what are you talking about, man? Der besser bewertete meinst du? Ja, genau. Ja, ja. Okay, also, worauf hast du jetzt Bock? Pizza, ne? Pizza? Pizza. Gut, dann würde ich sagen, wir bestellen jetzt Pizza. Pizza. Nächste Pizza auf dem Start. Seit wann lieferst du aus? Ja, seit 14 Jahren schon, ne? Ehrlich? Klar. Der kam auf jeden Fall gerade auf. Gerade eben erst. Ja, ich habe ihn gesehen, danach direkt der nächste. Ja, auf jeden Fall. Sehr lustig. Sind auf jeden Fall schon mal zeitgleich gekommen. Jetzt werden wir gucken, welcher der beiden besser schmeckt. Der schlecht bewertetere ist 2 Minuten später gekommen, aber wollen wir mal nicht so kleinig sein. Also, sie sind eigentlich ziemlich zeitgleich gekommen. Okay, also womit willst du anfangen? Was willst du aufmachen? Boah, Digga, eine gute Frage, aber ich würde sagen, Pizza erstmal, oder? Ja. Das ist so das, was an am heftigsten interessiert, finde ich. Achso, wir haben noch gar nicht gesagt, was für alles gut ist. Genau, haben. Genau, haben wir auch bei der ersten Mahlzeit nicht finden gerade auf. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt 2x Pizza geholt, beide Margherita, einfach um den Vergleich besser zu machen. Willi hat halt die Idee, wenn man diese Pizza holt, kann man das am besten miteinander vergleichen, weil das quasi am gleichsten schmeckt. Welche haben wir denn? Margherita. Auf jeden Fall haben wir hier dann nochmal Nudeln, 2 Nudelgerichte. Bei der einen Pizzeria gab es das mit Garnelen, bei der anderen gab es das nur mit Meeresfrüchten. Schlechter bewertete Pizzeria hat sogar Pizzabrötchen mitgegeben. Genau, die war 1,50 Euro teurer jetzt insgesamt, aber... Dadurch, dass wir Pizzabrötchen bekommen haben, ist die Bogen geglättet. Ja, Mann, aber hier, wenn man schon mal vom Gewicht her geht, ja, das ist ein Unvergleich. Wir haben auch während der Backung, ne? Ja, also, außer halt die Karton ist hier, der Lieferantenkarton. Ja. Und ich würde sagen, ihr guckt jetzt mal direkt, welche ihr optisch besser findet. Schreibt es in die Kommentare. 3, 2, 1. Also die hier finde ich optisch ansprechender, weil da so Bläschen draus sind, das gefällt mir mehr. Hm, hier ist mehr Juice, beide sind nicht geschnitten, auf ehrenlos angelehnt. Klingt auch mal ein bisschen wie ein Sandwich. Das hier ist die schlechter bewertete. Und das ist die bessere, okay. Ja, hast du einen Schneide, Jeffrey? Ja. Perfekt. Hast du keinen so einen Dreh, einen Roller? Ich kann jetzt mal... Ein Pizzaroller. Der Ding ist safe. Hast du gar nicht, gibst mir so ein Messer. Hier ist der Rand so ein bisschen verkokelt. Der ist zwar durch, aber relativ flach. Und wenn man hier den Rand bestimmt, anguckt, der sieht richtig smooth aus. Und okay, so ich revidiere meine Meinung, ich finde die sieht besser aus. So die Freibad-Pizza, ja, so auf Budget angenehm. Auf Budget, komplett Margherita, immer auf Budget. Jetzt nicht direkt vergleicht. Die ist ein bisschen fluffiger vom Teig her. Das ist die besser bewertete. Ja. Ich finde diese Luftlöcher finde ich eigentlich ganz geil. Mhm. Wir fangen mit der schlecht bewerteten an. Schlechter. Ich finde allgemein, ich bestelle eigentlich nie Pizza Margherita, aber es ist eigentlich eine geile Pizza. So. Ist halt, ja, ist halt irgendwie Standard, ne? Basic, aber back to basics. Ja, vom Gefühl her ist die echt besser. So ein bisschen also so mehr einfach. Ja, so, ja, ja. So fluffiger. Ja. Aber, teste. Hm? Boah, heftig schwer zu sagen. Ehrlich? Ja. Ja, mal Rand musst du probieren, genau. Und? Die ist deutlich besser durch den Rand, muss man ganz klar sagen. Aber die nehmen sich auch echt überhaupt nicht viel. Also wirklich ehrlich? Überhaupt nicht in einem. Mittlerweile sage ich ehrlich rein, optisch ist die besser. Weil die ist doch, die ist schon besser, aber nicht viel, viel besser. Also nimmt sich auch nichts am Preis so, ne? Aber an den Sternen. Die Sterne, Freunde. Alright, Freunde, ich würde sagen, ich probiere jetzt erstmal die 2 Nudelgerichte. Nudelgerichte sind immer so heftig heiß, wenn die ankommen, ne? Hier erstmal 1:1 das gleiche Packaging. Baby, sieht das gut sieht aus. Schon mal echt geil aus. Was ist das jetzt? Das ist das mit Garnelen von der schlechter bewerteten. Digga, ich kann das nicht aussprechen. Von der schlecht bewertetsten. Schlecht bewertetsten Pizzeria. Genau.
und hier. Okay, ist komplett okay, was anderes. Okay, das ist halt was komplett anderes. Das ist jetzt echt schwer zu vergleichen eigentlich. Das kann. Das darf man, ey, das wäre frech, wenn wir das vergleichen. Ja, müssen wir jetzt machen. Ja, müssen wir machen. Rein optisch finde ich das auf jeden Fall geiler. Ja? Ja, Spaghetti kannst du halt schwer gut aussehen lassen. Nein, stimmt, allerdings. Ja, stimmt. Wenn du die nicht richtig servierst und so ein Kram. Ja. Mhm. Ist gut. Ja, Mann, Digga. Die ist halt so, wie man sich das gerade vorstellt. So richtig juicy einfach. Ja, ja, so sieht das auch aus. Fass ich mal die Garnele an. Das finde ich immer so wichtig. Es ist halt ultra oft so, dass Garnelen einfach entweder schmecken wie Gummi. Oder viel zu eingekocht sind, ne? Ja, ja, genau. Und jetzt zieht euch mal das rein. Komm mal her. Ich weiß nicht, ob man das will. Ja, man hört es, aber das ist. Und wir weißen, es ist fresh. 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 So, weiter geht's. Das ist jetzt vom bestbewertetsten Pizzeria. Sieht aber auch mega geil aus, ja, ne? Ja, sieht's ehrlich. Das ist eine ganz andere Soße. Riecht halt ultra tomatig, ne? Also richtig frisch. Ja, das ist halt so eine Sahnesoße hier und hier ist eine Tomatensoße. Boah. Und? Boah, Digga. Gefühlt, ich weiß halt nicht, wie das vergleichbar wäre, aber so rein vom Geschmack, ich denke, beide sind gelungen von der Zubereitung. Sagen wir mal geschmacklich, das sind ja zwei verschiedene Mahlzeiten, aber was würdest du jetzt lieber essen? Die hier, Digga. Ehrlich? Weil die so herzhaft ist. Okay. Tomaten kommen richtig gut durch. Ja. Und es ist einfach frisch, nicht zu fettig oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Es ist einfach wirklich richtig frisch. Ja, ja, safe. Gefällt mir sehr. Okay, nice. Na, Freunde, ich dann wer hat am Ende des Tages gewonnen? Also schlecht oder gut bewertetste? Ja, wir geben uns wirklich Mühe, was schlecht zu finden, aber es ist schwer, Freunde. Hat auch wieder 3,5 Sterne. Ist jetzt nicht das beste Ranking, aber auch nicht das schlechteste so. Ich würde schon sagen, dass die Pizza Margherita bei den Bewertungen also wirklich deutlich besser ist. Ja. Ich habe das alles, was ich vergesse, alles, was ich gesagt habe, die ist wirklich deutlich besser. Das Nudelgericht werde ich auch gleich noch testen. Mal gucken, was wir uns gleich bestellen als nächstes, aber wir müssen mal irgendwas finden, was unter 3 Sterne eigentlich hat, ne? Ja, Digga, das ist richtig ekliges. Ja. Freunde, ich muss übrigens sagen, ich finde diese Pasta auf jeden Fall deutlich besser als die, weil ich mag so Sahnesoßen irgendwie mehr. Mhm. Und welche Pizza findest du besser? So wie bei mir bestimmt, ne? Hier ist mehr Käse und hier ist mehr Tomatensoße. Also das ist schwer so, ne? Die ist echt schwer. Das ist eigentlich, da, die nehmen sich nichts. So. Das ist eigentlich der Asi, da eine Entscheidung zu treffen. Ja, ich würde auch so, ja. Also hier ist eigentlich ein Unentschieden, muss man sagen. Ja, Mann. Dazu hier Pepsi Cherry, Freunde. Team Pepsi, ihr wisst Bescheid. Jeder, was anderes sagt, hat keine Ahnung. Skill, skill. Skill, skill. Yeah. Skill, skill. Skill, skill. Die Sachen unterscheiden, also wir gingen eigentlich so größtenteils in diesem Video nach Google-Bewertungen, weil Lieferando hat gefühlt jeder 5 Sterne. Jetzt bestellen wir Indisch und das Lustige ist, in der App hat jemand 1300 Bewertungen, 5 von 5 Sternen und auf Google hat dieser Laden. Ja, genau, dieser Laden hat einfach 3,9. Also gefühlt sind die Leute auf Google echt sauer immer. Das Ding ist, ich glaube, bei Lieferando kann man die auch einfacher, sage ich mal, bewerten. Genau. Aber das ist eigentlich, also der schlecht bewertetste ist unser Inder Go-To. Also wir haben bisher nur da bestellt und waren eigentlich immer heftig überzeugt. Deswegen bin ich noch gespannter, wie gut das Beste schmecken wird, weil ich weiß, dass mir das schlechteste Indisch hier aus Paderborn schon gut schmeckt. Also wir haben echt, also ich muss echt sagen, Props an Paderborn für das Essen. Freunde, gönnt euch mal erstmal bitte die 9 LEDs hinter Willis Bett. Warte, erstmal Licht aus. Erstmal Licht aus, Freunde. Oh Mann, das ist echt ein geiler Vibe. Eine gute Empfehlung von Arthur. Und Freunde, jetzt haben wir hier die letzten Mahlzeiten und zwar wurde es Indisch, wie wir schon gesagt haben. Also wenn ihr Teil 2 sehen möchtet, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, weil es gibt noch einige Sachen, die man noch testen kann. Das schlecht bewertetste indische Restaurant, wo wir bestellen konnten, hatte die beste Lieferzeit. Also wie gesagt, wir kennen das schon und wir wussten eigentlich, dass er immer eine stabile Lieferzeit hat. Der Tutias liefert einfach der größte Ehrenmann. Ja. Der ist einfach Killer. Er hat so ein richtiges Buddha-Lachen drauf. Ja, Mann, also er kommt so rein und dann, also calm einfach. Er ist einfach richtig bester calm Mann. Und dann verbreitet richtig Positivität. Genau. Und die anderen haben ein bisschen länger gebraucht. Ungefähr so eine 3-4 Stunden länger, ne? Ja. Ich finde aber, wenn jemand dann kommt und sagt, ey, sorry, dass es jetzt so lange gebraucht hat, aber wir haben heute extrem viel zu tun, dann ist es auch überhaupt gar kein Problem. Also dann ist es ja easy, so wenn man viel zu tun hat oder irgendwas dazwischen kommt, so beschweren sollte man sich nicht. Im Endeffekt kriegt man immer noch, da man bezahlt dafür, aber im Endeffekt auch Menschen machen dir Essen, bringen dir das und du holst dann rum, weil du eine 1/2 Stunde länger wartest. Also ich finde, das ist klar, wenn jemand dann so patzig wird und dann so auch selbstverständlich das Essen kalt ist und die ganzen Filme, das ist eine andere Geschichte, aber wenn man sagt, ey, sorry, voll viel zu tun, dann finde ich das überhaupt nicht schlimm. Und wir haben bei beiden, das ist das bestbewertetste Essen, was wir bestellen konnten. Ich glaube, die hatten, boah, ich weiß gar nicht. 4,5 Sterne. Genau, also die Verpackung ist auf jeden Fall mega chillig. Ja. Das so schön, richtig clean. Sieht auf jeden Fall ehrlich extrem, extrem lecker aus. Genau, dazu haben wir dann eine Beilage. Das Beste zu so einem indischen Gericht.
richtig geiles Naanbrot. Und ein Getränk haben wir uns auch bestellt. Mangolassi. Wir haben beim anderen so ein dickes, fettes Teil bestellt. Absolut, 0,75. Ja. Aber ich finde, ich muss also so auch nachgefüllt so. Vielleicht wird jetzt jemand sagen, boah, unhygienisch und so. Aber vielleicht. Ich denke, das ist schon sauber gemacht. Also ich finde es sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ist noch schön kalt. Ich finde es ja, ich find's nicht schlimm. Genau, dann haben wir hier den Reis. Der ist unspektakulär. Sondern Standardreis. Wobei unspektakulär ist er nicht, der ist schon. Also der ist anders. Schon, guck mal hier, der ist nur weiß und da ist noch. Ich glaube, irgendwelche rot, Blüten oder so sind das. Irgendwie okay, sowas in die Richtung. Also ich finde auch diese OG-Verpackung unnormal. Die halten halt gut warm, ne? Ja, das stimmt, die halten besser warm. So. Man sieht auf jeden Fall. Okay, warum ist das so rot? Instant. Ist das dasselbe? Hast du es falsch bestellt? Ja. Freunde, ihr seht, es ist ein turbulentes Video, aber. Man kann trotzdem vielleicht nicht schlimm. Es muss nicht immer mit eins und die gleiche Mahlzeit sein, aber was man hier schon mal auf jeden Fall sieht, wir haben hier deutlich, deutlich mehr Soße. Viel mehr, Digga. Also viel mehr. Viel mehr bei den schlecht bewerteten als bei den best bewerteten. Genau, und dann Mahlbrot auch. Guck mal, hier haben wir so viel. Ne? Hier haben wir quasi das Doppelte, ne? Haben wir jetzt dicke, zwei fette Planen. Ja. Also Freunde, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall nochmal eine fette, fette Mahlzeit. Ich bin gespannt, wie das Ganze schmeckt. Ja, ich hab da heftig Bock drauf. Indisch geht einfach immer, ne? Ja. Digga, ich würde sagen, wir probieren erstmal die Getränke, oder? Ich teste hier erstmal. Okay, komm. Also ich weiß gerade nicht mal, wie Mangolassi schmeckt, ehrlich gesagt, aber wir mussten halt den Mindestbestellwert vollkriegen, deswegen. Boah, wild, ne? Mhm. Boah. Oha. Digga, das passt ja mal heftig zu dem Mehl, ne? Ja. Was hier? Komm, teste erstmal hin. Der einzige Unterschied ist, dass eine andere Mango drin ist. Also die ist so ein bisschen, so nicht fruchtiger, sondern so ein bisschen säuerlicher, weißt du? Hier ist das ein bisschen süßer, also hier beides überragend. Aber beide 10 geil. Von 10. Es ist einfach so smooth, dieses Brot. Das ja. Dann erstmal nur Soße. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum das... Es ist jetzt auch nicht so eine schlechte Bewertung, es ist noch immer knapp an der 4 dran, aber trotzdem das schlecht bewerteste indische Essen hier. Und ich finde das einfach überragend so, ne? Mhm. Ich finde das heftig. Ich glaube aber, wie gesagt, bei Google werden oft Leute, weil sie sauer sind wegen irgendwas, ne? Ja, wenn zum Beispiel einer mal unfreundlich war oder so. Du musst Chicken mitnehmen, du musst ja gucken, wie smooth das Chicken ist. Hier, so nimmt man das, Freunde. Genau so. Warte, ich probiere auch nochmal Chicken auf safe. Das zergeht ohne Witz wie so Butter in deinem Mund. Mhm. Das ist ja auch weich, aber es ist so nicht faserig. Das ist zu faserig, also ganz, ganz, ganz klar das hier. Also mit man Abstand, merkt hier ne? Einfach, es liegt Hähnchen in einer Soße. Ja, Mann. Und hier ist das so, als ob das eine Masse ist. Homogen, das ist einfach, ja. Das gehört zueinander. Ja. Also ich muss hier echt ganz klar sagen, ich würde mich jedes Mal auf jeden Fall für die schlechtere Bewertung entscheiden. Auf jeden Fall muss man sagen, alles in allem haben die Bewertungen meistens gestimmt. Also bei der Pizza, vor allem beim Burger, ganz, ganz krass, klar. Ja. Beim indischen überhaupt nicht. Verkehrt und bei der Pizza war das eher so ein 50-50 Ding. Ja. So, aber ich muss sagen, hat Bock gemacht hat und wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, auch dass wir andere Sachen testen, vielleicht in anderen Städten das Ganze mal ausprobieren, dann schreibt sehr gerne in die Kommentare, schreibt auch sehr gerne, was ihr als nächstes sehen möchtet. Am Sonntag kommt jetzt ein neues Video. Wir laden jede Woche 2 Videos hoch, jeden Donnerstag und Sonntag um 20 Uhr. Danke, dass ihr bis zum Ende geguckt habt. Liebe geht raus, lasst sehr gerne ein Like da, damit ihr uns pusht für den Algorithmus, für die Reichweite, damit wir grown, damit wir Road to 1 Million gehen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace. Peace.